Hallo und herzlich willkommen mal wieder bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch meine mexikanischen Burritos mit Hackfleischfüllung zeigen. Ein super leckeres Rezept, prima als Fingerfood und so für einen Fernsehabend oder für eine Party. Schaut es euch an, ich hoffe es gefällt euch. Alles was wir brauchen, habe ich wieder rausgestellt. Wir brauchen Rinderhack, stückige Tomaten, Kidneybohnen, Mais, außerdem rote Paprika, Knoblauch, Chili und eine Zwiebel. Dann Tortillas, Tomatenmark, Pfeffer, Salz, Oregano und fertiges Burrito-Gewürz oder auch Taco-Gewürz, auch das geht, Creme Fraiche und Eisbergsalat und los geht's. Ja, ich fange mit der Vorbereitung hier mit der Zwiebel, ganz einfach Zwiebel pellen und dann die Zwiebel in kleine Würfel schneiden. Mehr müssen wir gar nicht machen, das geht relativ zügig. Und wenn ich hier die Zwiebel in kleine Würfel geschnitten habe, dann geht es auch gleich weiter mit Knoblauch. Na, ihr könnt den Knoblauch entweder hacken, wie ich es jetzt hier mache, also vorher pellen natürlich und dann hacken. Ihr könnt ihn auch durch die Knoblauchpresse drücken, das ist wirklich egal, je nachdem, was euch besser gefällt, was schneller geht, was ihr lieber mögt. Geschmacklich macht das wirklich keinen Unterschied. Ja, wenn wir Knoblauch vorbereitet haben, dann geht es als nächstes auch gleich weiter mit der Paprika. Auch da gibt es ja 735 verschiedene Versionen, wie man eine Paprika schneidet. Ich mache es mal heute so, von oben runter. Und das ist, glaube ich, eine Methode, bei der man wirklich, wie ihr jetzt hier seht, sehr, sehr, sehr wenig Abfall hat. Die Kerne kann man da rausklopfen. Ihr seht, da bleibt nicht viel über. Und wenn wir die Kerne beseitigt haben, dann schneiden wir unsere Paprika auch in kleine Würfel. Nicht so groß, denn wir wollen hinterher ja die Paprika zusammen mit dem Rest als Füllung verwenden. Also die Würfel, wenn es geht, ruhig schon ein bisschen kleiner schneiden. Wenn wir die Paprika verarbeitet haben hier, dann geht es weiter mit der Chili. Wie so häufig bei mir verarbeite ich die Chili mit den Kernen. Also ich kratze die Kerne nicht raus oder genau die Kerne und die Plazenta. Die Schärfe sitzt ja in diesen weißen Zwischenstegen, die ihr im Chili seht, wenn ihr ihn aufschneidet. Also wenn ihr das nicht wollt, kratzt die Kerne raus und diese weißen Innenwände. Ich habe das nicht gemacht, weil eine Chilischote hier auf diese gesamte Menge hackt. Das war völlig in Ordnung. Also es ist echt nicht super scharf, sondern so ein bisschen spicy. Gibt so ein bisschen Kick, aber wirklich nicht scharf. Also für mich war das völlig in Ordnung. Ich glaube auch für Menschen, die nicht gerne so scharf essen. Wenn wir die Chili verarbeitet haben, kommt als nächstes der Eisbergsalat. Und da reicht uns hier ein halber Kopf. Und den schneide ich etwas kleiner nachher nochmal, damit er nicht ganz so groß ist. Also ich will ihn nicht ganz klein hacken, aber ruhig nochmal in kleinere Stücke. Ab geht's an die Pfanne. Anmachen, ungefähr drei Viertel, nicht ganz so heiß. Und dann gebe ich Olivenöl hier in meine Pfanne. Und hole meinen Rinderhack und immer das alte Problem, wenn es Rinderhack gibt bei uns, dann ist auch Captain Oscar da. Rinderhack, Geflügel oder Hühnchen, hier bin ich. Ja, also Oscar natürlich will auf jeden Fall Rinderhack. Wenn ich ihn jetzt nicht fütter, steht er mir ständig auf den Füßen, also da müssen wir was tun. Ja, es ist immer zu wenig, ich weiß, tut mir leid. Natürlich gab es noch ein bisschen mehr hinterher. Also Oscar versorgt, weiter geht's. Olivenöl ist heiß, also wie gesagt, nicht rauchend, bitte nicht so heiß das Olivenöl, nicht so hoch erhitzen. Und wenn das heiß genug ist, dann gebe ich hier meinen Rinderhack in die Pfanne. Und ich habe ja dieses praktische Gerät hier, was ich wirklich bei Rinderhack inzwischen viel benutze. Das ist echt super praktisch, muss man nicht haben, aber ist praktisch. Da kann man das Hackfleisch schön kleinstampfen, bis es dann wirklich krümelig ist. Und es ist aus Kunststoff, also ihr beschädigt damit auch nicht eure Beschichtung von der Pfanne eventuell oder vom Topf auch. Ich arbeite auch viel mit den Ninja-Töpfen, die beschichtet sind. Das geht ganz prima. Und wenn das Hack dann so langsam krümelig wird, dann gebe ich als nächstes hier schon meine Zwiebeln mit den Chili in die Hackmasse. Und das Ganze wird nochmal ordentlich vermischt und vielleicht drei, vier Minuten, höchstens fünf Minuten nochmal schön mitgebraten, bis die Zwiebeln so ganz langsam beginnen, glasig zu werden. Ihr riecht dann auch so die Chili schon und dann geht es auch sofort weiter. Wenn Hack und Zwiebel und Chili hier soweit sind, dann kommen die Tomaten dazu und dann mische ich auch hier wieder die Tomaten unter und brate das Ganze nochmal so ein bisschen an, also weiter. Und es geht dann auch sehr zügig hier. Ihr könnt auch in einem Schritt gleich weitermachen. Ich habe hier immer so ein bisschen gerührt noch zwischendurch, das muss man auch nicht unbedingt.
Als nächstes, wenn wir die Paprika drin haben, hier kommt das Tomatenmark. Und das Tomatenmark ist ganz wichtig, wirklich in der Pfanne so ein bisschen anbraten. Es entwickelt nochmal so ganz besonderes Aroma. Also das Tomatenmark, wenn es denn angebraten wird, wird nochmal so ein bisschen rauchig. Gebt ihm so ein bisschen Zeit, damit es wirklich nochmal Aroma entwickelt. Dann kommen auch schon die Gewürze. Dann kommt hier Pfeffer. Außerdem habe ich hier noch ein bisschen Oregano. Das Oregano unterstützt ganz gut den mexikanischen Geschmack, so Salz. Und wenn wir das hier alles drin haben, dann verrühren wir wieder ein bisschen. Und dann kommt als letztes Gewürz auch schon mein Burrito-Gewürz hier dazu. Ich nehme hier fertiges. Ich glaube, viele von euch werden nicht alle Gewürze haben, die da drin sind, oder auch im Taco-Gewürz. Also gerade Kumin, Kreuzkümmel haben nicht alle in der Küche. Ihr könnt das gerne auch selber zusammenstellen. Aber ich finde, für so ein schnelles Fingerfood ist so eine fertige Tüte mal gerechtfertigt. Dann kommt Mais dazu. Und wenn ich meinen Mais drin habe, auch gleich als nächstes, dann nächster Schritt die Kidneybohnen. Das ist ja so klassisch die Kombination Mais-Kidneybohnen mit Hack. Gibt es wirklich in der mexikanischen Küche bei den Füllungen relativ viel. Und das passt auch tatsächlich gut. Und es ist sehr schön sättigend. Also eine tolle Kombi. Jetzt mische ich das Ganze alles nochmal. Wir sind jetzt hier schon fast fertig mit der Füllung, mit der Masse, die wir später für die Burritos brauchen. Jetzt gebe ich hier meine stückigen Tomaten dazu. Und das Ganze mische ich jetzt und gebe der Masse so ein bisschen Zeit, sich zu verbinden. Die Aromen brauchen jetzt so ein bisschen, damit sie zusammenkommen. Also so Dreiviertel Hitze, nicht so richtig Power, sondern so Dreiviertel Hitze so ein bisschen simmern lassen. Damit eben die Tomatenmasse sich jetzt hier mit den Gewürzen, mit dem Burrito-Gewürz, Pfeffer, Salz und den anderen Zutaten schon mal so ein bisschen verbinden kann. Und das sieht schon ziemlich lecker aus. Natürlich könntet ihr es jetzt schon essen. Ist schon fast ein Chili-Mexikanisches. Ne? Man kann es jetzt auch so essen mit Baguette. Aber wir wollen ja noch ein bisschen mehr machen. Wir wollen das Ganze ja jetzt hier als Füllung verwenden für unsere Burritos. Jetzt Hitze raus, also Platte aus. Und jetzt mische ich hier schon meinen Gratin-Käse unter. Das müsst ihr nicht machen. Ihr könnt auch hinterher den Gratin-Käse beim Füllen drüber streuen. Ich finde es so einfacher, weil es homogener ist. Der Käse fällt euch nicht immer von der Masse runter. Denn ihr werdet gleich sehen, das Zusammenbauen, das Zusammenfalten der Burritos muss man zumindest mal geübt haben, so ein bisschen. Mal sehen, wie es geht. Und ihr seht, die Masse ist jetzt so richtig schlonzig. Ne? Das soll sie auch sein. Der Käse hat sich hier jetzt schön verteilt. Also ich finde das eine gute Lösung, den Käse gleich unterzurühren. Ist aber wie immer eine Geschmacksfrage. Damit haben wir unsere Masse für die Burritos fertig und jetzt können wir unsere Burritos zusammenbauen, zusammenfalten. Und das geht wie folgt. Wir legen zunächst mal auf die Mitte ungefähr einen großen Esslöffel voll. Lasst viel Rand, so wie ich hier, also 2-3 Finger breit. Auf jeden Fall, sonst kriegt ihr sie nicht mehr zu hinterher. Also nicht mehr. Und dann gebt ihr ein bisschen Creme Fraiche oder auch saure Sahne, je nachdem, was ihr mögt, auf die Masse. Und außerdem jetzt die in kleine Streifen geschnittenen Stücke vom Eisbergsalat hier. Und mehr mache ich auch gar nicht. Und dann fange ich auch an und baue meinen Burrito zusammen. Und ihr seht hier rechts, links, oben, unten. Fertig war's, ne? Das ist mein Burrito. Zu schnell? Okay, machen wir nochmal langsam. Dann muss man wirklich ein bisschen üben. Ihr seht rechts oben, ich habe auch schon ein paar fertig gemacht, bevor es dann richtig gut wurde. Also rechts anfangen, ich Rechtshänder, bis zur Mitte klappen und dann die linke Seite so ein Finger breit überklappen über die andere Seite und dann klappt man von oben das obere Teil bis zur Mitte runter. Festhalten. Dann könnt ihr unten noch so ein bisschen korrigieren und dann klappen wir von oben in einem zweiten Schritt nochmal das obere Teil runter. Ja, und so haben wir dann einen fertigen Burrito. Da können wir schon gucken, ob es geklappt hat. Ja, die Burritos sind fertig und ihr seht, und das ist eben das Schöne an Burritos, anders als bei Wraps, die sind zu. Wenn sie richtig gemacht sind, wenn sie handwerklich richtig zusammengefaltet sind, dann sind sie geschlossen unten, da läuft nichts raus, deswegen sind sie so ein tolles Fingerfood auch. Man kann sie auch in Folie packen, ihr könnt sie mindestens 2, 3, 4 Tage im Kühlschrank aufbewahren, überhaupt kein Problem. Und jetzt schneiden wir mal unser Burrito an und schauen mal, wie es denn geworden ist. Leckere mexikanische Burrito und ihr seht, lecker, oder? Genau die richtige Konsistenz, da fließt nichts raus, das ist schön saftig, aber eben nicht so flüssig, dass es rausfließt. Das ist die Kunst, die Masse herzustellen. Und ihr seht hier unsere Burritos, die mexikanischen, mit der leckeren Tex-Mex Hackfleischfüllung, sehen wunderbar aus, schmecken auch ganz wunderbar. Also ich denke, meine mexikanischen Burritos mit Hackfleischfüllung hier haben wunderbar funktioniert, hat geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und ansonsten gerne bis demnächst wieder bei Koch mal schnell.